und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Pflanzenwahnsinn. Und zwar ist das ganz ein spontanes Video, kurz mal unter der Woche, denn ich war heute, also beziehungsweise wenn ihr seht, gestern ganz spontan Pflanzen shoppen in einem Jumbo bei uns in der Nähe. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich da so für eine Auswahl hatte, und am Schluss verrate ich euch noch, was ich denn da auch mitgenommen habe. Als erstes haben wir hier eine kleine Raffi für 17,95. Die fand ich eigentlich ganz schön, aber die wird mir fast ein bisschen zu groß für das, was ich sie haben möchte. Dann die Pickle Plant, die fand ich echt faszinierend. Die für 11,95, die sieht echt total spacey aus, habe das noch nie gesehen vorhin. Dann hat es hier noch Pileas. Und drei Masterblumen, Peperomias und ich glaube Grünlilien. Das wusste ich nicht, was es genau war. Das war auch nicht so ganz angeschrieben. Für 3,95 so kleine süße Pflänzchen habe ich mir auch überlegt. Dann wieder Grünlilien und ein Scindapsus pictus. Den suche ich eigentlich schon lange für 9,95. Ja, er sieht halt ein bisschen mitgenommen aus, wie ihr sehen könnt, da dieses neue Blatt, das ist irgendwie auch nicht ganz so schön. Dann hat es hier noch mehr Pileas und diese Pickle Plants, die sehen echt toll aus, und auch noch mehr Tetraspermas. Ja, ich bin dann nochmal zum Pictus zurück und habe den nochmal begutachtet. Hier seht ihr ganz schöne Aloe Veras, die gefallen mir allgemein ganz gut. Wir haben ja eine ganz, ganz große zu Hause. Habe ich mir auch überlegt, haben glaube ich irgendwas 19 Franken gekostet, die großen. Und dann hat es hier noch ganz viele Sukkulenten gehabt. Ich finde, die sind einfach wunderschön, weil sie so symmetrisch sind und ja, schön anzuschauen. Dann hat es hier auch noch ganz große Kakteen, waren jetzt aber nicht das, was ich gesucht habe. Und hier noch ein, ja, ich glaube Glücksbaum, ich weiß gar nicht, wie man den genau sagt, ja. Den habe ich dann wieder schön hingestellt. Und was ich bei Jumbo auch cool finde, die machen immer gleich die Mini-Töpfe oben hin. Und das waren dieses Mal ganz, ganz süße Töpfe. Dann ging es weiter mit diesem Philodendron, ich glaube White Wave. Ja, die fand ich eigentlich auch ganz schön. Und für 12,95 finde ich ganz okay. Habe ich dann aber nicht mitgenommen. Und hier wieder ganz viele Pileas und noch eine Tetrasperma. Ich habe dann im Nachhinein gesehen, da lag auch zwischendrin, man kann es ganz kurz sehen, ein Blatt von einer Peperomia Watermelon. Die habe ich schon mal gesehen und mir überlegt, ob ich sie mitnehmen soll. Habe ich dann aber nicht. Und jetzt hat es keine mehr gehabt. Dann haben wir hier die Sissy Plant. Das haben wir auch eine zu Hause. Ich suche momentan noch eine in Raven für das Projekt, denke ich, weil ich glaube, die könnte da auch gut reinpassen. Dann hat es natürlich noch ganz viele Calatheas. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das für eine war. Vielleicht könnt ihr es lesen, falls man es genug gut erkennen kann. Ich habe das Video übrigens einfach mit dem Handy gefilmt. Ja, ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Ich finde Calatheas wunderschön. Bei mir auf der Wishlist ist momentan einfach die Warschewitzki. Ja, weil mir die ganz, ganz toll gefällt mit diesem, wie sagt man, mit diesem Velvety Blatt. Dann hatten wir hier noch einen Tisch mit so kleinen Baby Plants. Finde ich auch ganz süß. Und hier auch noch eine Variante der drei Masterblume. Aber ich habe zuerst eine andere Pflanze. Genau, die sah wirklich, wirklich spacey aus. Genau. Und dann hat es hier noch ganz viele drei Masterblumen, wie schon gesagt. Und solche kleinen Blümchen mit Blumen. Das ist nicht so ganz mein Geschmack. Ich finde, Pflanzen müssen nicht unbedingt Blumen haben. Dann haben wir hier diese Peperomia Rosso. Fand ich ganz schön mit dieser roten Blattunterseite. Dann hier noch kleine Herzblättchen und kleine Anthurien, so ganz normale Babygrünlilien, also glaube ich zumindest. Und ja, die war auch ganz süß. Und auch hier hat es oben dran, genau, jetzt könnt ihr sehen, hat es wieder so kleine Töpfe gehabt. Und dann hat es noch große Pflanzen, eine Strelitzia, eine große Sissy Plant und ganz, ganz viele Palmen.
Und die hier, die hat mich echt fasziniert. Ich finde dieses dunkle Grün mit diesem wunderschönen Hellgrün wirklich, wirklich schön. Das ist eine Goldfruchtpalme und die hat hier 59,95 gekostet. Also für so eine Riesenpflanze finde ich das eigentlich echt cool. Dann hat es hier noch große Einblätter und ihr könnt sehen, da hat es eine Calathea, also eine Kormoran-Aktion. Und die waren alle wirklich, wirklich riesig. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit den Calatheas. Und ja, wie gesagt, ich habe auch noch keine, da ich immer wieder höre, dass die Zicken sind. Hier gab es die für nicht ganz so viel Geld, dass sie ganz, ganz groß waren, finde ich. Ja, zum Anschauen wirklich, wirklich schöne Pflanzen. Dann hier noch eine Sissy Plant. Wie gesagt, wir suchen momentan eine in Raven. Dann hat es noch einen Tisch gehabt mit so Fahnen und nochmal Calatheas. Ich glaube, das ist die White Fusion. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann hier noch mehr Calatheas. Und die hier, die fand ich echt speziell, weil die war so richtig, richtig schön dunkel, pink-violett. Superstar heißt sie, glaube ich, wie ihr gesehen habt. Ihr habt jetzt die Auswahl gesehen, was es da so alles gab. Und seid wahrscheinlich auch total gespannt, was ich denn mit nach Hause genommen habe. Ja, die Pflanzen, die ich heute eingekauft habe, die sind für das Projekt, das wir am Wochenende starten. Und da möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich mitgenommen habe. Zum einen habe ich diese kleine Dreimasterblume hier mitgenommen. Bezeichnet wird sie als Tadescantia albiflora. Ja, auf jeden Fall finde ich sie super süß mit diesem rosa Pink. Normalerweise sind das ja nicht so die Pflanzen, die farbig sind, die meinen Geschmack treffen. Aber ich fand die eigentlich ganz süß und ich glaube, für das Projekt passt die ganz gut. Und dann habe ich noch, wer vielleicht das Video ganz aufmerksam geschaut hat, könnte sich jetzt vorstellen, was ich noch mitgenommen habe. Ich habe nämlich nur zwei Pflanzen mitgenommen. Und zwar habe ich noch diesen Skindapsus pictus mitgenommen. Und ja, er sieht nicht so ganz toll aus. Hier hat es einen Trieb, der macht zwar ein neues Blatt, aber ich glaube, ihr könnt es hier sehen. Das sieht gar nicht so gut aus. Und hier hat es auch ein Blatt, das etwa klein ist. Und das ist ein bisschen angefressen. Aber ich wollte schon lange einen und habe ihn jetzt, weil ich dachte mir, für 9,95 Franken ist das ganz okay. Und ja, ich bin total happy mit diesen beiden und ich hoffe, euch hat das spontane, kurze Zwischenvideo unter der Woche gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und seid gespannt auf das Projekt am Wochenende. Tschüss!